Der Bergbaubetreiber Leag bemüht sich um Nachwuchs. Aus diesem Grund lud das Unternehmen Schülerinnen und Schüler aus der Region zum Bewerbertag Schwarze Pumpe ein. Hier konnte man die Arbeitsbereiche anschauen und einen ersten Einblick vor Ort bekommen. Die LEAG bietet ein großes Ausbildungsspektrum. Dabei setzt sie besonders auf eine chancenreiche Ausbildung. Deshalb warb sie an diesem Tag um engagierte Lehrlinge. Bei uns passt alles. Also bei uns passt von den Inhalten, von der Qualität alles. Natürlich auch vom Geld, auch vom ganzen Feeling her passt das sehr gut. Und wie gesagt, die Grundberufe, die es bei uns gibt, Industriemechaniker, Mechatroniker, Elektroniker für Betriebstechnik, aber auch den Eisenbahner für Betriebsdienst, aber auch den Vermessungstechniker. Und natürlich duale Studiengänge sind bei uns auch möglich, Elektrotechnik, IT, aber auch im kaufmännischen Bereich sind wir gut unterwegs mit Industriekaufleuten und mit Bachelor of Arts gemeinsam mit der BDU Cottbus-Senftenberg. Beim Bewerbertag sind die Ausbilder und das Personal vor Ort gewesen, um Fragen zu beantworten. Carola Hannig ist seit gut einem Jahr bei der LEAG. Auch sie findet, dass die LEAG ein toller Ort für eine Ausbildung ist. Ich finde es sehr angenehm, dass es ein großes Unternehmen ist, weil es dadurch sehr, sehr viel verschiedene Flexibilität gibt. Also man ist in sehr vielen verschiedenen Abteilungen und auch in verschiedenen Standorten, sprich man sieht auch viel und halt auch vieles Unterschiedliches, weil ja alles an jedem Standort unterschiedlich gehandhabt wird und auch alle sehr, sehr herzlich sind. Und ich finde auch sehr angenehm, wenn man in meiner Abteilung ist und sich mit den Leuten, die da arbeiten, unterhalten, dass auch viele schon eine lange Historie erzählen können, dass sie schon lange in der LEAG sind, dass sie sogar ihre Ausbildung da gemacht haben. Sprich, alle sind auch sehr verbunden mit dem Unternehmen. Und das finde ich irgendwie immer recht interessant und auch angenehm zu sehen. Vermessungstechniker, Elektroniker oder auch Mechatroniker. Es gibt eine Menge Lehrstellen, für die man sich bei der LEAG bewerben kann. Luise Böttcher macht gerade eine Ausbildung als Industriemechaniker. Auch sie ist sehr froh, bei der LEAG zu arbeiten. Es ist halt einfach ein großes Unternehmen. Auch wenn es jetzt mit der Kohle relativ zu Ende geht, denke ich, dass wir trotzdem hier eine gute Zukunft haben. Und ich hoffe, dass es auch immer noch ein bisschen weitergeht. Und deswegen denke ich, dass auch zukünftige junge Leute hier eine Ausbildung anfangen könnten, weil die Ausbildung einfach schön hier ist. Mit ihrem Team warb die LEAG an diesem Tag um engagierte Lehrlinge. Fragen konnten somit aus erster Hand beantwortet werden. Falls es einem sogar direkt gefallen hat, konnte man gleich seine Bewerbung vor Ort abgeben. Vielleicht ist man dann schon im nächsten Ausbildungsjahr Azubi bei der LEAG.